Hier muss er rauf, der Wandervogel. Herzlich willkommen zu dieser Wanderung zum Würenloser Altberg. Der Altberg, eine Waldschenke, weit oberhalb Würenlos. Hier mal eine kurze Sicht auf die kleine Gemeinde bei diesem wunderbaren Wetter. Gleich zu Anfang ein kleines Wegstück, an dem sich der Schotterheini so richtig ausgetobt hat. Der Weg, der folgt anfangs über Waldsträßchen, da hat's ab und zu mal ein Schottersteinchen, es ist aber nicht allzu unangenehm zum Gehen. Solche gelben Rhomben signalisieren in der Schweiz den Wanderweg. Die Waldstraßen sind übersät mit diesen kleinen Glasstücken. Ich habe keine Ahnung, was die bezwecken sollen. Es sind aber keine Scherben, sie sind nicht scharf. Nach dem ersten Waldstück kommt man zum Parkplatz für die Faulen, welche nicht so weit wandern wollen. Man muss diese Straße in Hüttikon überqueren und geht dann weiter auf der nächsten, Waldstraße. Das ist sie hier. Sie sieht aber schlimmer aus, als sie eigentlich ist. Es hat kleine Steinchen, aber die sind im Sand irgendwie eingegraben, also es lässt sich hier wunderbar barfuß gehen. Sobald man wieder in den Wald reinkommt, folgt man nicht der Waldstraße, sondern biegt hier links ab auf den Waldweg. An diesem Tag waren es mal wieder gegen 30 Grad Lufttemperatur. Da ist so ein kühler Waldspaziergang genau das Richtige. Nach dem Waldweg biegt man links auf dieses Waldsträßchen ab. Und dann kommt auch mal wieder der kleine Junge zum Vorschein. Ja, das gehört einfach zu mir. Man folgt dem Wanderpfeil und nimmt das Sträßchen auf der rechten Seite. Und ja, hier bin ich wohl richtig, Waldschenke Altberg. Über ein paar Treppen geht es weiter, über wunderbare, angenehme Waldwege. Und schon erreiche ich die Waldschenke, in welcher ich mir ein kühles Bier und einen Wurst-Käsesalat gegönnt habe. Nach der Stärkung geht es rauf auf den Holzturm, welcher gleich neben der Waldschenke steht. 34 Höhenmeter
und 142 Treppenstufen muss man überwinden, bis man oben auf der Aussichtsplattform ankommt. Die Fernsicht ist heute nicht so gut, es ist etwas trübe, aber ich denke, ich lasse mal hier die Bilder etwas sprechen. Für den Abstieg wähle ich einen anderen Weg Richtung Denikon. Und auch hier finde ich immer wieder diese grünen Glasstücke. Ganz seltsam. Nach dem Abstieg erreicht mich gleich wieder die Zivilisation mit diesem Littering. Ich hoffe, es hat euch heute gefallen. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.